Heute geht es um 10 Serienmörder, von denen du wahrscheinlich noch nie etwas gehört hast. Manche Serienmörder sind berühmter als Popstars, andere hingegen kaum oder fast gar nicht bekannt. Die 10 Mörder aus dem heutigen Video führen uns durch die halbe Welt. Einer der Täter kommt sogar aus Deutschland. Gib gerne ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos. Elias Abu El Azam ist 1976 in Israel in einer wohlhabenden Familie geboren und aufgewachsen. Nachdem seine Mutter eine zweite Ehe eingeht, zieht er zusammen mit ihr in die Vereinigten Staaten. Die US-Staatsbürgerschaft erhält er jedoch nie. In Michigan verdient er sein Geld auf dem Wochenmarkt. Nachdem seine erste Ehe 2007 in die Brüche geht, heiratet Elias eine andere Frau. In den Ehen soll er zu emotionalen Ausbrüchen tendiert haben. Mitte 2010 zeigt Elias ein enorm komisches Verhalten. Er fährt wahllos in der Nacht herum und spricht gezielt kleine und schlanke Männer an. Manchmal fragt er sie nur nach dem Weg. Ein anderes Mal bittet er die Männer, ihm kurz an seinem Auto zu helfen. In einem unachtsamen Moment greift Elias die Männer an und sticht den Opfern mit einem Messer in die Brust und in den Bauch. Anschließend haut er ab. In drei verschiedenen Bundesstaaten kommt es infolgedessen zu einer Serie von Messerangriffen und Tötungen an afroamerikanischen Männern. Da alle Taten, obwohl sie geografisch weit auseinanderliegen, Ähnlichkeiten aufweisen, gehen die Ermittler zunehmend von einem Serientäter aus. Nachdem Zeugen und Überwachungskameras auf Elias hindeuten, wird er verhaftet. Er befand sich gerade auf dem Weg nach Tel Aviv. Beim Prozessbeginn im Jahr 2012 steht eine mögliche Persönlichkeitsstörung im Raum. Mehr als 50 Zeugen werden verhört. Einer der stärksten Beweise ist ein Tropfen Blut von einem Opfer, der auf der Hose von Elias sichergestellt wurde. Einen Mord können die Ermittler zweifelsfrei beweisen, unter anderem auch, weil Elias ein Geständnis ablegt. Tatsächlich wird er jedoch wegen 17 weiteren Angriffen auf Männern und wegen 4 Morden verdächtigt. Seine Taten hat er zwischen 2009 und 2010 in Michigan, Ohio und Virginia begangen. Da seine meisten Opfer Afroamerikaner waren, gehen die Ermittler von einem rechtsradikalen Motiv aus. Elias Abu El Azam wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Im Jahr 2014 bittet er um die Abschiebung nach Israel. Die Behörden haben die Klage jedoch nicht ernst genommen. Elias muss zunächst seine volle Haftstrafe verbüßen. Demnach sitzt der 46-jährige Flint Serial Slasher noch einige Jahrzehnte im Gefängnis in den USA. Der nächste Mörder heißt Andreas Bichl. Obwohl der Name modern klingt und durchaus auch heute gängig ist, führt der nächste Fall uns ganze 200 Jahre zurück. Es ist das Jahr 1806, die Zeit des Klassizismus und etwas später auch die Biedermeierzeit. Ein junges Mädchen verlässt ihr Elternhaus auf der Suche nach einer Anstellung als Dienstmädchen. Von dieser Reise kehrt sie jedoch nie zurück. 2 Jahre später besucht ein anderes Mädchen den angeblichen Wahrsager Andreas Bichl. Anschließend fehlt auch von ihr jede Spur. Nachdem Bichl zusammen mit seiner Frau Kleidungsstücke eines der Opfer verkauft, erstattet die Schwester des Opfers Anzeige beim Gericht in Burglengenfeld. Ermittler machen sich auf den Weg zum Wohnsitz von Bichl in Regendorf. Schon länger herrschten Gerüchte im Land, dass Bichl junge Mädchen zu sich lockt und ihnen etwas antut. In Bichls Haus wird ein Wolltuch entdeckt, das zweifelsfrei einem der verschwundenen Mädchen zugeordnet werden kann. Vor Gericht beginnt Bichl zu stottern. Er wird blass und verstrickt sich immer mehr in haltlosen Ausreden. Als die Ermittler weitere Kleidungsstücke finden, wird sein ganzes Grundstück auf den Kopf gestellt. Dabei werden die sterblichen Überreste der 2 vermissten Mädchen entdeckt, stark verwest und in 100 Einzelteile zerstückelt. Als Bichl zu den Tatorten gebracht wird, beginnt er nach einigen Momenten der Ohnmacht ein Teilgeständnis abzulegen. Angeblich hätte eines der Mädchen ihn angegriffen. Daraufhin habe er sie erschlagen. Von dem zweiten Opfer wisse er nichts. Das Gericht ist sich jedoch sicher, dass Bichl beide Mädchen vorsätzlich ermordet und zerstückelt hat. Ebenso kommen weitere Morde in Betracht, die ihm allerdings nie nachgewiesen werden können. Im Jahre 1809 wird Bichl zum Tode verurteilt. Zunächst sollte er mit einem tonnenschweren Rad überrollt werden.
Allerdings entschied man sich später aus Würde dazu, Bichl zu enthaupten. Großherzogs ist 1949 in Den Haag geboren. Über sein Privatleben ist so gut wie gar nichts bekannt. Gesichert ist aber, dass er in einer Art Liebesbeziehung mit dem Vizepräsidenten des Gerichts in Den Haag, Cornelius Stolk, zusammen war. Zwischen 1979 und 1980 verschwinden zwei Mädchen und eine 18-jährige Frau aus der näheren Umgebung. Alle drei Opfer sind ohne den Hauch einer Spur am helllichten Tag verschwunden. Jedes der Opfer wird bereits nach einigen Tagen in den Dünen oder an abgelegenen Orten aufgefunden. Entweder wurden die Frauen erschossen oder zu Tode geprügelt. Nach dem letzten Mord erhalten die Ermittler einen mysteriösen Anruf. Der Unbekannte sagt aus, dass das letzte Opfer ihren Mörder gebissen hat. Ein Türsteher eines nahegelegenen Clubs hätte zudem eine verdächtige Wunde am Finger. Der Türsteher entpuppt sich als Großherzogs. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung werden Blutspuren von zwei der Opfer sichergestellt. Zudem finden die Ermittler einen Raum auf dem Dachboden, der darauf hinweist, dass Koos die Opfer dort über Tage gefangen gehalten und sexuell missbraucht hat. Koos wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. 1989 gesteht er die drei Morde. Nach der Verurteilung haben einige Ermittler und Journalisten jedoch nicht locker gelassen. Viel zu auffällig war die Liebesbeziehung zwischen dem Serienmörder und einem Richter. Ermittlungen legen den Schluss nahe, dass Stolk seinen Geliebten möglicherweise geschützt hat. Tatsächlich stellt sich heraus, dass Koos mit einem ungeklärten Doppelmord in Luxemburg in Verbindung stehen soll. Der Richter Cornelius Stolk soll Koos bei dem Mord gedeckt haben. Im Gegenzug hat er sexuelle Gefälligkeiten erwartet. Bewiesen werden konnte das jedoch nie. Beide sind inzwischen verstorben. Ein junges Paar kauft 2010 ein Haus in Frankreich. Bei Umbauarbeiten im Garten machen sie eine unendlich grausame Entdeckung. Vergraben und in Plastiktüten verpackt, finden sie zwei Leichen von Säuglingen, kaum größer als eine Babykatze. Die Ermittler betrachten den Ort der Leichenfunde sofort als den Tatort. Ermittlungen ergeben, dass bis vor kurzem das Ehepaar Cortres in dem Haus gewohnt hat. Bei den darauffolgenden Vernehmungen gesteht die Ehefrau, Dominique, sofort, dass sie die beiden Leichen entbunden und vergraben hat. Als sie weiter aussagt, fällt den Ermittlern alles aus dem Gesicht. Sechs weitere Säuglinge sollen in der Garage liegen. Tatsächlich finden die Ermittler auf dem Grundstück insgesamt 8 Leichen neugeborener Kinder. Im Prozess leugnet der Ehemann, etwas von den Schwangerschaften gewusst zu haben. Da Dominique äußerst beleibt war, ist es durchaus möglich, dass sie die Schwangerschaften vor ihrem Ehemann und ihren zwei erwachsenen Töchtern verstecken konnte. So die Staatsanwaltschaft. 2015 wird Dominique Cortres zu 9 Jahren Gefängnis wegen Kindesmordes verurteilt. Die Verbrechen sollen sich über den Zeitraum von 1989 bis 2000 erstreckt haben. Begründet ist die zugegeben geringe Haftstrafe durch mildernde Umstände. Dominique soll seit Jahrzehnten unter massiven psychischen Problemen gelitten haben. Grund dafür sei eine angeblich inzestuöse Beziehung zu ihrem leiblichen Vater. Sie ging scheinbar davon aus, dass einige der Kinder von ihm gewesen sein könnten. Die heute 60-Jährige sitzt nach wie vor in einem Gefängnis in Frankreich. Der gebürtige Indonesier Bai Kuni wächst als Sohn eines armen Bauern in Magelang auf. In der Schule wird der Junge gehänselt. Dummkopf wird er spöttisch genannt. Als das Mobbing zu groß wird, reist er von zu Hause aus und flieht nach Jakarta. Dort lebt er lange Zeit auf der Straße. Eines Tages wird er von einem Mann misshandelt und sexuell missbraucht. Bai Kuni kommt mit dem Übergriff überhaupt nicht zurecht. Von nun an fühlt er sich zu kleinen Jungen hingezogen, offenbar aus Rache. Sein ganzes Leben war er der Versager, der von allen herumgeschubst wurde. Jetzt will er den Spieß umdrehen. Ab 1993 vergeht Bai Kuni sich immer wieder an Straßenkindern. Seine Opfer sind zwischen 4 und 14 Jahren alt. Viele der Kinder werden verstümmelt und zerstückelt entdeckt. Bai Kuni ist mit einem Verkaufsstand auf den Straßen unterwegs und verkauft Snacks gegen kleines Geld.
Bei den meisten Kindern ist er beliebt. Liebevoll nennen sie den scheinbar fürsorglichen Mann Dad. Immer wieder lockt er Kinder auch zu sich nach Hause. Oft tut er ihnen nichts an, doch manchmal tötet er sie und vergeht sich an ihn. Lange Zeit verlaufen die Ermittlungen im Dunkeln, unter anderem auch, da viele Straßenkinder von niemandem vermisst wurden. Nachdem bei Kuni 2010 ein 9-jähriges Mädchen entführt, wird die Leiche kurze Zeit später enthauptet aufgefunden. Dieses Mal weisen viele Indizien auf Baikuni als Täter hin. Schließlich kann er in seiner Wohnung in Ostjakarta verhaftet werden. Das Gericht verurteilt ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Doch Baikuni ist mit dem Urteil unzufrieden. Zusammen mit seinem Anwalt legt er Berufung ein, obwohl er alle Taten gestanden hat. Das oberste Gericht war auch der Meinung, dass eine lebenslange Haftstrafe nicht gerechtfertigt sei. Anders als von Baikuni erwartet, erhält er die härteste Strafe überhaupt. Wegen des 14-fachen Mordes an minderjährigen Jungen wird er zum Tode verurteilt. Der Anfang 60-Jährige scheint sich noch im Todestrakt zu befinden. Vermutlich wird er in den nächsten Jahren hingerichtet. Ralph Andrews ist 1945 in der Nähe von Chicago geboren. Bereits mit 17 landet er wegen Autodiebstahls im Gefängnis. Seiner Freundin empfiehlt er zu dieser Zeit, sich nach einem anderen Typen umzusehen, da er kein guter Kerl sei. Auch schreibt er in dem Brief, dass er seit Jahren Tiere quält und zerstückelt. Nach seiner Entlassung geht Ralph regelmäßig jagen. 1980 erschießt er dabei, offenbar versehentlich, einen Freund. Sonderlich emotional zeigte er sich infolgedessen jedoch nie. Bereits seit Anfang der 70er fällt Ralph wegen diverser sexueller Übergriffe auf. Bei einer Gelegenheit versucht er, auf zwei Anhalterinnen einzustechen. Ein anderes Mal fesselt er eine Frau und vergeht sich an ihr. Doch nach den Anklagen folgen Freisprüche. 1991 tötet Ralph eine Frau, nachdem er sie zuvor fesselt und sexuell missbraucht. Anschließend sticht er 30 Mal auf sie ein und weidet sie aus. Ralph erhält 1993 für diesen Mord eine lebenslange Haftstrafe. Im Gefängnis brüstet er sich dann mit dem Mord, doch nicht nur damit. Seinen Mithäftlingen gegenüber gesteht er, von 1972 bis 1991 insgesamt 6 Morde und bis zu 40 sexuelle Übergriffe begangen zu haben. Während den Erzählungen gibt er prägnantes Täterwissen preis. Wie viele Menschen Ralph Andrews wirklich auf dem Gewissen hat, bleibt bis heute unklar. 2006 verstirbt er mit 61 Jahren an einem Herzinfarkt. Cecilia Bombeek ist 1933 in einem kleinen Dorf in Belgien geboren. Bereits als Teenagerin ist es ihr Traum, Nonne zu werden. Infolgedessen engagiert sie sich bereits früh in der nahegelegenen Kirchengemeinde. Später arbeitet sie als Schwester in einem Altenheim. Die Bewohner und Kollegen beschreiben sie als fromm, fleißig und führend. Cecilie bringt es sogar zu einer leitenden Position. Nachdem bei ihr ein Hirntumor diagnostiziert und entfernt wird, ist sie ein anderer Mensch. Aus der frommen Nonne wird ein Morphium-Junkie. Sie klaut, betrügt und geht im Rausch sexuelle Beziehungen zu anderen Nonnen ein. Parallel dazu kommt es in der Einrichtung, in der Cecilia arbeitet, zu unzähligen mysteriösen Todesfällen älterer Patienten. Begonnen hat die Serie 1976 und sich bis 1978 erstreckt. Drei Schwestern gingen schon länger davon aus, dass Cecilia etwas mit den unerklärlichen Todesfällen zu tun haben muss. Eines Tages erstatten sie Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen ergeben, dass Cecilia vielen der Patienten Geld geklaut hat. Wenn sie sich wegen ihrer Drogensucht nicht beherrschen konnte, hat sie manche der Patienten auch misshandelt. Beispielsweise riss sie den Katheter gewaltsam heraus. In Anbetracht der erdrückenden Lage gesteht Cecilie, 3 Patienten mit einer Insulinüberdosis getötet zu haben. Im Prozess wird sie für unzurechnungsfähig erklärt und in eine Psychiatrie eingewiesen. Die Ermittler und die anderen Schwestern gehen davon aus, dass Cecilia insgesamt mehr als 30 Patienten innerhalb von 2 Jahren ermordet hat. Nachgewiesen werden können die Tötungen jedoch nie. 2019 verstirbt sie im Alter von 86 Jahren. Manuel Octavio Bermudez ist 1961 in Kolumbien geboren. Bereits in jungen Jahren wird er waise und später adoptiert.
Seine Adoptivmutter misshandelt den Jungen regelmäßig massiv. Auch in der zweiten Pflegefamilie ist ein gesundes Umfeld unmöglich, da beide Eltern Alkoholiker sind. Zudem soll der Stiefvater den Jungen sexuell missbraucht haben. Als Manuel auf eigenen Beinen steht, scheint er den angestauten Frust seiner Kindheit rauslassen zu wollen. Ab 1999 vergeht er sich immer wieder an kleinen Kindern. Als Eisverkäufer lernt er während seiner Arbeit Dutzende Kinder kennen. Er bietet ihnen Geld an, wenn sie ihm im Gegenzug bei der Maisernte helfen würden. Dabei betäubt er die Kinder, vergeht sich an ihnen und tötet sie. Nachdem 2003 ein 12-jähriger Junge verschwindet, sagen Zeugen aus, das Kind zuvor in Begleitung von Manuel gesehen zu haben. Die Ermittler durchsuchen daraufhin seine Wohnung. Dabei werden Zeitungsausschnitte der Morde und Habseligkeiten der Kinder entdeckt. Manuel gesteht, in den Vernehmungen bis 2003 21 Kinder getötet zu haben. Jedoch nur 17 der Leichname konnten entdeckt werden. Indizien zufolge soll die wahre Zahl der Mordopfer jenseits von 50 liegen. Manuel erhält 25 Jahre Haft in einem kolumbianischen Gefängnis. Dort sitzt der 61-Jährige bis heute. Der 1974 in Griechenland geborene Antonis Daklis gilt bereits seit frühester Jugend an als Intensivstraftäter. 1988 erhält er eine Anzeige, nachdem er eine Minderjährige belästigt hat. Bei seiner Tätigkeit als LKW-Fahrer fährt er durch verschiedene Städte Griechenlands. Ab 1992 gabelt er in und um Athen immer wieder Prostituierte auf. Bald darauf wird er wegen eines Übergriffs an einer Engländerin verhaftet. Parallel dazu haben die Ermittler ihn wegen zwei ungeklärten Tötungsdelikten an Prostituierten verdächtigt. In den Vernehmungen räumt Antonis ein, sich an den zwei Frauen vergangen zu haben. Anschließend hat er sie stranguliert und mit einer Säge zerteilt. Die Leichenteile wurden später in der Umgebung von Athen entdeckt. Antonis führt hinzu, dass er 6 weitere Prostituierte ausgeraubt hat. Die Frauen konnten jedoch allesamt fliehen. Allerdings hat Antonis zuvor versucht, sie zu töten. Nach einiger Zeit gesteht Antonis, im Jahre 1992 eine dritte Frau getötet und zerstückelt zu haben. Im Prozess sagt er, Zitat: "Ich hasste alle Prostituierten und hasse sie weiterhin. Ich ging zu ihnen, um Sex zu haben. Aber plötzlich kamen andere Bilder in meinem Kopf. Ich hörte Stimmen, die mir befahlen, zu töten." Das Gericht verurteilt ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. 1997 wird Antonis mit 23 Jahren tot in seiner Zelle aufgefunden. Der Athen-Ripper hat sich gemeinsam mit einem Zellenkameraden das Leben genommen. Robert Black wird 1947 in Schottland geboren. Er wächst in einer Pflegefamilie auf und ist seine ganze Kindheit über sehr in sich gekehrt. Seine Mitschüler haben den Außenseiter zusätzlich gemobbt. Bereits in der Schule fühlt er sich sexuell zu Kindern hingezogen. Mit etwa 12 begeht er die ersten Versuche, sich an Mädchen zu vergehen. Als er dafür im Heim landet, wird er selbst Opfer eines Missbrauchs. Mit 17 Jahren steht Robert vor Gericht, nachdem er ein Mädchen missbraucht hat. Erst Jahre später kommt ans Tageslicht, dass Robert sich zu diesem Zeitpunkt bereits an mehr als 30 weiteren Mädchen vergangen hat. 1981 tötet Robert sein erstes Opfer. Der Leichnam des Mädchens wird einige Tage später entdeckt, jedoch bleibt der Mord ganze 3 Jahrzehnte ungeklärt. Bis 1990 entführt und tötet Robert insgesamt 4 Mädchen. Nachdem er sich an den Opfern vergangen hat, wirft er die Leichen meistens in einen Fluss in Nottingham. Nachdem er ein weiteres Mädchen in seinen Lieferwagen zerrt, wird er von Zeugen beobachtet. Die Polizei leitet eine intensive Fahndung ein. Robert kann zusammen mit dem gefesselten Mädchen aufgespürt werden. Buchstäblich in letzter Sekunde retten die Polizisten das Kind vor dem sicheren Tod. Robert erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen 3 Morden und diversen sexuellen Übergriffen. Erst 2011 können die Ermittler ihm seinen allerersten Mord nachweisen. Robert verstirbt 2016 im Alter von 68 Jahren in einem Gefängnis in Nordirland. Zu diesem Zeitpunkt waren die Ermittler gerade dabei, eine neue Anklage wegen eines anderen Mordes von Robert vorzubereiten. 4 Morde sind zweifelsfrei bewiesen worden. Wie viele Kinder Robert jedoch wirklich getötet hat, bleibt unklar. Das waren 10 eher unbekannte Serienmörder. Wie sieht's aus? Kanntet ihr einige Serienmörder schon? Schreibt es gerne in die Kommentare und abonniert für mehr ähnliche Videos.